ihr wisst, es ist Ringzeit. Willkommen am berühmten und legendären Nürburgring zum ADAC Truck Grand Prix und der vierten Runde der Goodyear Fiat Truck Europameisterschaft. 19 Starter sind im Feld und die Nummer 28 ist Emma McKinnon. Willkommen. Wie war der Übergang für dich vom Tourenwagenrennen zu den Trucks? Gibt es große Unterschiede, die du antizipieren musstest? Ja, es ist ein totaler Unterschied zwischen Tourenwagen und Trucks. Das ist schon eine starke Veränderung. Fast alles ist anders als bei den Tourenwagen. Es ist so schön, eine junge weibliche Fahrerin wie Emma hier beim Truck Grand Prix im Wettbewerb zu sehen. Hast du ihr Ratschläge gegeben? Klar, ich habe ihr gestern geholfen, bevor die Pressefahrten begonnen haben. Wir haben über die Schaltung und über die Gänge gesprochen, sodass sie sich auf die Linie und die Bremspunkte konzentrieren konnte. Ich habe ihr gesagt, wenn du Fragen hast, dann kannst du zu mir kommen und mich fragen. Du hast die Superpole. Wie ist dein Plan für dieses Rennwochenende? Weil der Nürburgring ist ja doch speziell, auch mit den über 100.000 Zuschauern. Oh ja, das ist sehr schön. Ein Willkommen an alle. Der Plan ist wie immer. Wir versuchen uns für den Start vorzubereiten, hoffen, dass wir einen guten Start haben. Ich versuche, der Erste in Kurve 1 zu sein, dort zu bleiben. Und zu gewinnen. And try to stay there, you know, and try to win the first race. Nach dem Ergebnis der Superpole auf Pole Position Norbert Kisch, Adam Latzko auf der 2, Sascha Lenz und Jochen Hahn auf den Plätzen 3 und 4. Dann der Start zu diesem ersten Rennen. Norbert Kisch mit einem guten Start, aber Adam Latzko versucht ihn in der Anfahrt auf die AMG Arena auszubeschleunigen. Sascha Lenz direkt hinter Kisch, Jochen Hahn direkt hinter Adam Latzko. Aber Norbert Kisch kann sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und direkt ein bisschen Abstand schaffen. Latzko auf der 2, Lenz auf der 3, Jochen Hahn auf vierter Position. Der Reves MAN in Führung in diesem ersten Rennen. Und das Feld hat sich aufgereiht. Sascha Lenz greift nach Adam Latzko und Jochen Hahn ganz hinten dran an Sascha Lenz. Wir sind im Auto von Steffen Faas. Der hat technische Probleme und bekommt den Gang nicht mehr rein. Er hat eine Berührung gehabt und muss leider mit einem Technikausfall die Segel streichen. Feld ist unterwegs, Lenz immer noch hinter Latzko, aber der muss auch nach hinten schauen. Der sechsfache Europameister ist im Begriff, ihn anzugreifen. Und doch Antonio Albacete von T-Sport Bernau immer noch auf dem Weg nach vorn. Sascha Lenz kommt nicht vorbei an Adam Latzko. Jochen Hahn greift an. Nein, er kann nicht den Abstand so weit verkürzen, dass er in der Kurve 1 hier vorbeikommt. Latzko, Lenz, Hahn, Albacete, das sind die Big Boys, die hier um die Plätze kämpfen. Dann Jochen Hahn vorbei an Sascha Lenz, Fragezeichen. Er ist dran, aber Sascha Lenz kann es noch mal kontern. Aber Jochen Hahn in der AMG Arena vorbei. Und dann schauen wir mal nach Sascha Lenz. Er fährt in der AMG Arena geradeaus, gebrochene Blattfeder. Technisches Aus für Sascha Lenz. Norbert Kisch zieht derweil vorne seine Bahn, kann seine Führung ausbauen und sich weiter absetzen. Adam Latzko, Jochen Hahn, das ist jetzt das Duell um den zweiten Platz. Jochen Hahn sieht aber aktuell keine Möglichkeit vorbeizukommen, versucht nochmal in der Zieleingangskurve etwas, aber das funktioniert nicht. Norbert Kisch, Adam Latzko, Jochen Hahn und dann Antonio Albacete auf der vierten Position. So nimmt das Rennen seinen Lauf. Norbert Kisch kommt als erster in die Hyundai N-Kurve und gewinnt dieses Rennen vor Adam Latzko und Jochen Hahn, der hier mit der Startnummer 4 auf den dritten Siegerplatz fährt.
Schaut direkt mal nach seinen Reifen, der amtierende Europameister, aber alles gut gegangen. Das ist ein wichtiger Sieg für dich. Herzlichen Glückwunsch zu den 20 Punkten. Wie wichtig sind die? Das ganze Rennen ist dir wichtig. Ich bin zufrieden mit dem Rennen. Der Start war gut, die Performance war gut. So kann es weitergehen. Schauen wir uns die Ergebnisse des ersten Rennens am Wochenende nochmal an. Der amtierende Europameister Norbert Kisch gewinnt das erste Rennen vor Adam Latzko und dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn. Auf Platz 4 Antonio Albacete, Theo Calvi wird Fünfter. Gutes Ergebnis für den jungen Franzosen. Stefanie Halm auf der 6, André Cosim auf dem 7. Platz. Lukas Hahn, Race by Race 3, war an diesem Wochenende auf der 8. José Rodríguez und Shane Brereton. Die beiden schließen die Top 10 dieses ersten Rennens ab. Die weiteren Positionen auf der 11, Anthony Janiek, Heinrich Clemens Hecker auf der 12, Erwin Klein-Nagelfort, der Niederländer, auf 13. Position. Luis Requenco, Stefan Kosch und die Dame, die zweite Dame im Feld, Emma McKinnon, auf den Plätzen 14 bis 16, Sascha Lenz mit technischem Ausfall. Es ist ein Heimrennen. Gestern haben wir dich sehr emotional gesehen, weil das letzte Jahr sehr schwierig für dieses Gebiet war, wegen der Flutkatastrophe. Und du hast gespendet für die Helfer hier. Was war das für ein Moment? Ja, am Ende sind wir hier, um mit dem Motorsport Emotionen rüberzubringen. Viele Menschen in der Welt haben viel, viel größere Probleme als wir. Und es ist tragisch, wenn jemand alles verliert. Von der Seite, ich kann es nicht in Englisch sagen, wir sind alle guter Laune, aber wir denken auch an die anderen. Am frühen Samstagabend in Rennen 2 im Reverse Grid und dieses Rennen sollte Geschichte schreiben. Lukas Hahn auf der Pole Position, neben ihm in der ersten Reihe André Cosim und beim Start fächert das Feld breit auseinander und es gehen 3 oder 4 Autos auf die AMG Arena zu. Das funktioniert nicht. Theo Calvi mit einem Bremsversuch. Er versucht, lange stehen zu lassen, um eine Position gut zu machen. Das gelingt nicht. Cosim muss zurückziehen. Lukas Hahn geht als Führender in die AMG-Arena. Sascha Lenz, der von ganz hinten starten musste, wegen seines technischen Ausfalls, kämpft sich durch Feld und hier an Erwin Klein-Nagelfort vorbei. Und auch Steffen Faas muss Meter machen, weil auch er von ganz hinten unterwegs ist durch seinen technischen Defekt im ersten Rennen. Lukas Hahn, Antonio Albacete, Steffi Hahn, Jochen Hahn und Adam Latzko, der sich an André Cosim vorbeidrängt, das die führenden Positionen. Und Lukas Hahn hat jetzt den dreifachen Europameister Antonio Albacete von T-Sport Bernau im Kreuz und in den Rückspiegel. Aber der junge Mann aus Altensteig bleibt cool. Aber es ist noch so viel zu fahren, kann sich ein wenig absetzen und Albacete, die beiden bringen ein wenig Abstand zwischen sich, Steffi Halm, Jochen Hahn und das folgende Feld. Norbert Kisch im Reverse Grid von der 8. Position gestartet, kämpft sich an Adam Latzko vorbei und Sascha Lenz geht an Shane Brereton, dem Apollo Tires Quadrac Racing Team Piloten, vorbei. Lukas Hahn immer noch führend. Antonio Albacete sucht eine Lücke, um hier auf dem Nürburgring einen Sieg feiern zu können. Und das Gleiche gilt für Jochen Hahn, der auch eine Lücke sucht, am Schwabentrack Iveco von Steffi Halm vorbeizukommen. Norbert Kisch jetzt hinter Jochen Hahn. Hahn räubert über die Curbs, kann die Position aber verteidigen. Rodríguez vorbei an Cosim, Sascha Lenz vorbei, ebenfalls an dem Don't Touch Racing Piloten. Vorne setzen sich Hahn und Albacete weiter ab. Norbert Kisch, 5. Position, versucht
Plätze gut zu machen. Lukas Hahn jetzt wieder mehr unter Druck hinter der Vidol-Schikane von Antonio Albacete. Und dann passiert Norbert Kisch Jochen Hahn und macht einen weiteren Platz gut. Aber vorne spielt die Musik, vorne ist Lukas Hahn immer noch der führende Pilot. In der letzten Kurve vor Start und Ziel fährt er Kampflinie, um hier den Sieg im zweiten Rennen zu verteidigen. Und dann ist es passiert. Lukas Hahn gewinnt sein erstes Hauptrennen in seiner Karriere. Ein grandioser Erfolg, den Hollywood nicht besser hätte schreiben können. So we just want to know how are you with all the champagne. Ich wollte wissen, wie es dir jetzt geht mit all dem Champagner. Ja, meine Augen sind voll Champagner, mein Overall ist voll, aber das spielt alles keine Rolle. Es ist ein wahnsinniges Gefühl. Viele Leute sind gekommen, die diesen Sieg mit mir und meiner Familie feiern. Alle sind hier, es ist unglaublich. Und auch von diesem denkwürdigen Rennen schauen wir uns nochmal die Ergebnisse an. Lukas Hahn, sein erster Start hier auf dem Nürburgring in diesem Jahr, gewinnt sein erstes Hauptrennen für das Team Hahn Racing. Antonio Albacete auf der 2, Stefanie Halm auf der 3. Position, Norbert Kisch wird 4., Jochen Hahn auf der 5. Der Bagheera Freightliner mit Adam Latzko und Matteo Calvé auf den Plätzen 6 und 7. Sascha Lenz kämpft sich auf die 8. Position. Der Portugiese José Rodríguez auf der 9. Und André Cosim im Don't Touch Racing Iveco schließt die Top 10 ab. Anthony Janjek, Shane Brereton, Steffen Faas. Das sind die Plätze 11 bis 13. Jamie Anderson kommt auf die 14. Heinrich Clemens Hecker auf der 15. Guter 16. Platz für Emma Mäkinen, Luis Requenco, Stefan Kosch und Erwin Klein-Nagelfort beschließen die Ergebnisliste. Und was sind das für Emotionen im Hause Hahn? Vater Jochen, der Jochen hatte Tränen in den Augen. Es ist ein denkwürdiger Tag für Team Hahn Racing, ein denkwürdiger Tag für den 6-fachen Europameister und seinen Sohn. Und das ist ja klar, dass man dann den Emotionen freien Lauf lässt. Der Track Grand Prix auf dem Nürburgring, ein ganz besonderes Ereignis, auch für die Fans. Samstagabend Müllenbach-Schleife, ein riesiges Höhenfeuerwerk und die Buchstaben, ihr seid wieder da. Ja, der Track Grand Prix ist zurück. Emotionale und tolle Bilder beim 35. ADAC Track Grand Prix auf dem Nürburgring im Tracker Camp. Am Sonntagvormittag Rennen 3 hier auf dem Nürburgring und in der Pole Position Jochen Hahn, neben ihm Sascha Lenz. Warum ist das so, Norbert Kisch? Wurden alle Zeiten der Super Bowl gestrichen wegen eines technischen Vergehens und er musste vom 10. Startplatz das Rennen in Angriff nehmen. In der AMG Arena hat der 6-fache Europameister die Nase vorn vor Sascha Lenz und Norbert Kisch mit einem dicken Hals zwängt sich durch das Feld Position um Position nach vorne. Und wir sehen Sascha Lenz bei der Arbeit. Der möchte natürlich gerne auch an Jochen Hahn vorbei, aber die Routine, die Kampfkraft und auch die Weitsicht des 6-fachen Europameisters lassen das einfach nicht zu. Und Jochen Hahn motiviert hier am Nürburgring sein Heimspiel und übermotiviert José Rodríguez. Der verliert das Heck in der Zieleingangskurve, was dazu führt, dass sowohl André Cosim als auch Lukas Hahn ein bisschen aufs Gras müssen, aber nichts weiter passiert. Gewinnt Jochen Hahn hier auf dem Nürburgring sein erstes Rennen der Saison. Wir sehen nochmal den Start und die Einfahrt in die AMG Arena und Jochen Hahn kann sich absetzen. Es sieht danach aus, als ob er tatsächlich hier
zum ersten Mal in dieser Saison das schwarz-weiß karierte Tuch ganz, ganz vorne sieht. Norbert Kisch auf dem Weg nach vorn geht vorbei an leicht derangierten Adam Latzko, Theo Calvé im zweiten Bagheera Freightliner auf der Position dahinter. Steffi Halm wehrt sich gegen die Angriffe des amtierenden Europameisters, erkennt aber, dass es wohl keinen Zweck hat, gegen den Reves-Piloten dagegen zu halten. Und Norbert Kisch geht wiederum einen Platz nach vorne. Steffi Halm versucht nochmal anzugreifen, kann aber leider nicht kontern. Jochen Hahn setzt sich vorne ab. Sascha Lenz mit Antonio Albacete im Rückspiegel versucht, die zweite Position zu halten. Steffen Faas an Antoni Janjek vorbei. Auch er wird ein Podium im Promoters Cup in diesem Rennen erzielen. Aber Jochen Hahn, der Iveco von Team Hahn Racing, der sechsfache Europameister aus der Vidol-Schikane, auf dem Weg zum ersten Saisonsieg, jetzt noch einmal rund hier und auf die Curbs. Und dann hat Jochen Hahn den ersten Sieg der Saison erzielt, der zweite Sieg für Team Hahn Racing an diesem Wochenende. Und das ist natürlich Balsam auf die Seele des sechsfachen Europameisters. Sascha Lenz auf der 2, Antonio Albacete auf der 3. Position. Du wirst jeden Moment auf dem Podium genießen. Aber sicher, wenn du in der Mitte auf dem Podium stehst und nicht lachen kannst, was ist das? Wir feiern eine kleine Party. Rennen 3 noch einmal in der Übersicht. Erster Saisonsieg für den sechsfachen Europameister Jochen Hahn vom Team Hahn Racing. Sascha Lenz mit seinem ersten Podium an diesem Wochenende, SL Tracksport 30 auf der 2. Antonio Albacete komplettiert die Siegerehrung auf dem 3. Platz von T-Sport Berne. Norbert Kisch auf der 4, Adam Latzko auf der 5, Stefanie Halm auf der 6. Die Plätze 7 bis 10 gehen an Theo Calvé, Jamie Anderson, André Cosim und ebenfalls in den Top 10 der Tankpool 24-Pilot Steffen Faas. Auf der 11 Antoni Janjek, Lukas Hahn, kleiner Ausrutscher durch diese Rodriguez-Kollision. Auf der 12 Shane Brereton, Rossi Rodriguez, Heinrich Clemens Hecker und Emma McKinnon. Das sind die Plätze 12 bis 16. Auf der 17 Luis Rückwenko und Stefan Kosch, der Race by Race Driver, auf dem 18. Platz. Drei Rennen haben wir gesehen, das vierte Rennen liegt noch vor uns und wir sehen das Innovation Camp. Das ist jetzt immer an den Rennstrecken. Georg Fuchs, Managing Director der ETRA, dem Promoter dieses Rennwochenendes. Hallo und willkommen. Das ist das Innovation Camp und wir sehen etwas Neues. Ja, wir sind sehr glücklich, im Innovation Camp hier am Nürburgring alle Arten von technischen Möglichkeiten zu haben, die wir schon in der Vergangenheit hatten, synthetische Kraftstoffe, das HVO-Diesel, Bio-LNG. Wir haben Elektroantrieb und zum ersten Mal auch Wasserstoff. Alle Technologieträger sind hier. Und wir sind sehr glücklich, alle Marken hier zu haben, von Mercedes, Volvo, zum ersten Mal Hyundai und natürlich unsere Ivecos. Und wir sind sehr happy, das hier zeigen zu können. Thank you.
Die zahlreichen Fans auf dem Nürburgring erleben das letzte Rennen mit einer Pole Position von Jamie Anderson mit der Startnummer 33 und Theo Calvé mit der 20 neben ihm in der ersten Reihe. Kann Jamie Anderson seine Pole Position in einen guten Start und dann eine führende Position ummünzen? Ja, er kann. In der Einfahrt zur AMG Arena hat er die Führung. Norbert Kisch bekommt von Adam Latzko ganz kurz mal einen auf das linke Vorderrad und Antonio Albacete kann daraus kapital schlagen und sich nach vorne orientieren. Sascha Lenz wieder mit Norbert Kisch vor sich, Jamie Anderson vorne und Steffi Halm setzt sich auf die zweite Position. Sascha Lenz versucht dann Norbert Kisch vorbeizukommen und Steffi Halm macht Druck auf Jamie Anderson. Sie möchte gerne hier am Nürburgring gewinnen oder mindestens noch ein Podium erzielen. Adam Latzko auf der 3, Theo Calvé auf der 4, Norbert Kisch auf 5. Position. Dahinter schon mit etwas Abstand Sascha Lenz im M1. Vorne die ersten 4 sehr eng beieinander. Stefanie Halm muss ein bisschen nachlassen, geht da auch ganz scharf über die Curbs und kann das Tempo von Jamie Anderson nicht mitgehen. Im Hinterfeld natürlich weiter Kämpfe. Antoni Janjek führt da einen Viererpack an, währenddessen Sascha Lenz hier den Versuch unternimmt, am Bagira-Freitliner von Theo Calvé vorbeizugehen. Und auch Jochen Hahn möchte noch das bestmöglichste Ergebnis vom Nürburgring mitnehmen. Nach 2 Siegen für Team Hahn Racing und noch dem Podium im ersten Rennen wäre das noch der krönende Abschluss. Jamie Anderson setzt sich vom Feld immer weiter ab und Norbert Kisch geht an Adam Latzko vorbei vor dem Eingang in die AMG Arena, dem engen Teil des rund 3,6 Kilometer langen Kurses hier auf dem Nürburgring. Und Kisch gegen Steffi Halm. Kann Steffi Halm ihre Position verteidigen oder muss sie den amtierenden Europameister vorbeilassen? Die Frage beantwortet sich noch in der AMG Arena. Und Steffi Halm sieht, dass sie keine Chance hat gegen den Revers MAN und sichert damit erstmal ihre 3. Position. Aber vorne fährt der MAN von Anderson Racing. Vorne fährt Jamie Anderson, der hier auf dem Weg ist, seinen 2. Sieg nach dem Sieg am Slowakia-Ring zu erzielen. Und das wäre natürlich ein toller Erfolg nach mannigfaltigen Problemen an diesem Wochenende. Adam Latzko versucht Steffi Halm noch den 3. Platz streitig zu machen, geht nochmal in der Zieleingangskurve nach außen, währenddessen schwarz-weiß kariert für den Sieger Jamie Anderson abgewunken wird. Norbert Kisch auf der 2 und dahinter nochmal ein enger Kampf. Adam Latzko nochmal über die Curbs, geht nochmal gegen Stefanie Halm, aber es sei verraten, Stefanie Halm kann die 3. Position halten und Jamie Anderson natürlich absolut glücklich über diesen Sieg im letzten Rennen. Hier kommt der MAN von Jamie Anderson. How did you manage to come, as we said, wie hast du das gemacht? Von 99 Problemen zur Pole und zum Sieg. Ich hatte einen guten Start, habe auf Theo aufgepasst. Steffi hatte kleine Probleme am Start und dann habe ich mich absetzen können. Dann habe ich auf dem Bildschirm gesehen, dass es gut läuft und dann kam Nobi, dem Schlimmsten, den du im Rückspiegel haben kannst. Der hat dich in Sekunden eingeholt, aber gut. Der Truck Grand Prix ist vorüber mit dem 4. Rennen und hier sind die Ergebnisse. 2. Saisonsieg für Jamie Anderson von Anderson Racing. Er ist 2,2 Sekunden vor Norbert Kisch ins Ziel gekommen. Starker 3. Platz für Stefanie Halm vom Team Schwaben Truck, Adam Latzko, Sascha Lenz und Jochen Hahn auf den Plätzen 4 bis 6. Theo Calvé kann sich gegen André Kosim durchsetzen. Lukas Hahn wird in seinem 4. Rennen an diesem Wochenende
guter Neunter, aber für ihn gilt ja sowieso, der Sieg ist alles und den hat er am Samstag geholt. Rossi Rodriguez bildet den Abschluss der Top 10. Steffen Fass und Shane Brereton auf den Plätzen 11 und 12. Anthony Janik und Luis Rutschenko auf den beiden folgenden Plätzen. Heinrich Clemens Hecker, Stefan Kosch und Emma McKinnon bilden den Abschluss des Klassements. Und dann schauen wir uns natürlich mal den Gesamtstand in der Meisterschaft nach diesem Wochenende an. Norbert Kisch führt mit 206 Punkten. Jochen Hahn hat durch die starke Performance von Team Hahn Racing an diesem Wochenende die zweite Position übernommen mit 158 Punkten, 6 Punkte Vorsprung auf Sascha Lenz, den SL Truck Sport 30 Piloten. Auf der 4 Adam Latzko, auf der 5 Antonio Albacete, Stefanie Halm, André Cosim und Jamie Anderson. Auf der 9. Position Theo Calvé und hier in den Top 10 Shane Brereton mit 23 Punkten. Nach 2 Jahren Pause war es ein grandioses Wochenende hier am Nürburgring. Die Fans sind zurück, die Fans haben es mit Standing Ovations begleitet. Die Rennen, die Atmosphäre, das Umfeld, das Rahmenprogramm, alles hat gepasst, auch für Jamie Anderson und für alle anderen auch. Und jetzt geht die Goodyear FIA Truck Europameisterschaft in die Sommerpause und trifft sich Anfang September wieder in Most.